Dann sage ich guten Abend allerseits erstmal aus dem Stadion am Zoo in Wuppertal. Und bevor wir irgendwas Offizielles hier irgendwas verlautbaren, möchte ich erstmal eine Sache ganz dringend loswerden. Und das ist Folgendes. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Besnik. Happy Birthday to you. Obwohl, lass mal lieber Chris, bevor wir... Nee, also ich möchte jetzt, ich meine, wenn wir schon auf dem Titel, auf der Titelseite der Stadionzeitung zu sehen sind, da bietet sich das ja wirklich an, da Autogramme drauf zu geben, und das muss vielleicht wirklich nicht sein. Deine Bescheidenheit ehrt dich, Chris. So sieht's aus. So Mannschaft wie Alemannia Aachen hat eigentlich in der Regionalliga nichts zu suchen. Halt. So sieht's nämlich aus. Ich meine, okay, das sind natürlich interessante Gegner wie Preußen, Münster, Wuppertal und Oberhausen. Sonst fällt mir nichts Interessantes ein in der Regionalliga. Dresden weiter den Ballbesitz. Hier, geben den Ball nochmal zum linken Strafraum. Das ist Knipping und dann kann Conte den Ball nicht erreichen. Sontheim erklärt. Und er klärt den Ball in Richtung Mittelkreis, wo jetzt Hauptmann im Duell mit Steele ist. Steele kommt da an den Ball. Hauptmann fällt kein Foul. Was pfeift der denn da, Mann? Für den verletzt ausgeschiedenen Patrick Baum kommt jetzt die Nummer 29, Vleron Stankovic. Nee, das ist doch G. Sag nochmal so. Vleron Stadovci. Stopp. Also das war Bestie, aber gut aufgepasst. Ja, wer es nicht weiß, unser Kommentatorkollege Besnik ist Albaner und von dem kriege ich immer Sprachnachrichten davor. Deswegen weiß ich auch, dass Ramay geschrieben, Ramoy ausgesprochen wird. Die Bosnier, die haben, oder Herzegowina, ich möchte hier niemandem zu nahe treten, die haben sich wirklich was einfallen lassen mit ihrer Aussprache. Du kriegst also Sprachnachrichten von unserem Chef. Das ja, weil anscheinend du nicht, weil ich anscheinend schon mehr falsch gemacht habe. Naja, vielleicht habe ich auch, weil ich kein WhatsApp habe. Vielleicht, ah, vielleicht liegt es doch einfach daran. Guck mal, gerade bei Flo heißt das, der spielt gerne Tennis. Habe ich mir auch notiert. Was du alles weißt. Vorbildlich, ja. Jetzt, da ist gerade irgendwas passiert. Wir haben irgendwas wir hatten das schon mal, wenn du dich erinnerst, beim allerersten Fußballradio Shell Sig Spiel, dass ein Reporterkollege euphorisiert den Stecker gezogen hat. Ach so, ja. Ich war jetzt, glaube ich, nicht euphorisiert, aber ich habe trotzdem den Stecker gezogen. Bitte vielmals um Entschuldigung. Das war jetzt eher so die Aufregung, Querstrich Unsicherheit darüber, ob es Elfmeter gibt oder nicht. Ich bin hier an einem Stromkabel irgendeinem unserer tollen Geräte hier, von denen ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung habe, was die machen, außer dass sie im Endeffekt dafür sorgen, dass man uns hört, habe ich kurz den Stecker gezogen. Bitte um Entschuldigung. Also das Schiedsrichter gespannt, steht da gerade rum wie Viertklässler mit Yu-Gi-Oh!-Karten auf dem Schulhof. Aber in seinen 6 Drittligaspielen letzte Saison hat er 2 Treffer erzielt. Wenn man das auf eine ganze Saison hochrechnet, Dritte Liga ist ja nur auch mal was anderes wie Zweite Liga, dann hätte er ungefähr so knapp an die 20 Saisontore, und damit bin ich voll und ganz einverstanden, ehrlich gesagt. Du bist jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Du hast gesagt, der hat mal 6 Spiele und 2 Tore geschossen. Wenn man das auf den ganzen Saison hochrechnet, kommst du auf 20 Tore. Ist das knapp, richtig? Knapp. 6 mal 6 sind 36 Spiele, 6 mal 2 sind, ach nee, das sind 12, nicht 18, ja. Ja, dann sagen wir knapp 15. Gut. Nimm also, ich aber auch. Zumindest wissen wir, dass Chris keine Ahnung von Fußball und Mathe wahrscheinlich den Leistungskurs auch abgewählt hat, aber ist kein Problem. Mathe war tatsächlich das, was mich fast zum Fall gebracht hätte auf dem Weg zum Abitur. Leider war der Ball jetzt auch gerade zu ungenau gewesen. Und ein Meppner liegt verletzt im Strafraum. Wer ist es denn nun? Die 28? Die Fans fordern Hubschrauber-Einsatz. Ja, hoffentlich ist es auch so lustig. Ja, er hat nichts. Gut, dann ist es lustig, wenn die Fans so... Das finde ich ja immer ganz amüsant. Ich lasse dich gerade nicht um Kopf und Kragen gegen Hendrik Merkse. Ich lasse dich, unterbreche dich nicht. Und die 28 gibt es auch nicht. Also. Aber zum Glück haben wir hier ein Handy mitlaufen. Wir sind jetzt in der 26. Spielminute, deswegen kann ich das jetzt sagen. Ich wollte dich schon die ganze Zeit gefragt haben, weil du weißt ja, ich bin ja derjenige deiner Kollegen, der dem Namen unserer Rheinseite noch am ehesten alle Ehre macht und der wirklich extrem manchmal solche Sachen einfach nicht sieht. Ich wollte dich die ganze Zeit schon gefragt haben, woher du die Spielzeit nimmst. Aber ja, jetzt, mein Bruder hat das Handy. Genau, jetzt sehe ich es natürlich auch. Ganz hervorragend.